Okay, wie sage ich dann aufhübschen? Aufhübschen, okay. Genau. Nein! Hi Westwing, schön, dass ihr da seid. Ich bin Belinda und ich zeige euch heute unsere Wohnung. Wir fangen direkt mit unserem Wohnzimmer an. Ich sitze hier schon in unserer gemütlichen Nische mit den Dachschrägen. Highlight unserer Wohnung und ich sitze hier auf unserem Daybed, wo unsere Gäste drauf schlafen dürfen, aber da legen wir uns mittags oder abends gerne selber mal drauf. So, direkt neben der Nische befindet sich unser Sofa. Ich glaube, hier in dieser Ecke sieht man ganz gut, dass wir recht minimalistisch eingerichtet sind. Ton in Ton in den Farben Beige, gemischt mit Eichenholz, wie zum Beispiel unser selbstgebauter Couchtisch. Den haben wir aus 3 Platten zusammengebaut, diese miteinander verdübelt. Und wir legen allgemeinen Wert auf hochwertige Materialien, wie eben das Eichenholz oder der Leinenbezug auf unserem Sofa. Unser Einrichtungsstil hat sich in den 2 Jahren, seitdem wir hier wohnen, sehr verändert. Am Anfang hatten wir noch unsere WG-Zimmermöbel, die wir hier mitgebracht haben. Und jetzt haben wir Raum für Raum die Räume eben umgestaltet. Und ja, in diesem Ton-in-Ton-Look in Beige. Und Blumen dürfen da gerne mal einen Farbakzent setzen. Wir haben im ganzen Raum diesen dunklen Beige-Ton als Wandfarbe gewählt, damit man einen wirklich cleanen, minimalistischen Look hier in dem Raum hat. Und hinter dem Vorhang verbirgt sich eine große offene Schrankwand, wo wir Ordner und sonstige Sachen verstauen, damit man einfach diesen minimalistischen Look von außen hat. Und ja, ich bin auch selber sehr perfektionistisch und will deswegen einen cleanen Look haben. Und ja, im Inneren darf es dann auch ein bisschen chaotischer sein. Ich habe gleich noch einen super Tipp für euch, wie ihr eure alten Küchenfliesen ein bisschen aufhübschen könnt. Aber davor zeige ich euch das Schlafzimmer. In unserem Schlafzimmer. Ich stehe direkt am Eingang vor unserem Kleiderschrank, den wir in Wandfarbe lackiert haben, damit er optisch ein bisschen zurücktritt und nicht so massiv im Raum wirkt. Direkt daneben haben wir Körbe an die Wand gebracht, wo eben unsere getragene Kleidung hinkommt, die noch nicht bereit für die Waschmaschine ist und aber auch nicht mehr in den Schrank zurückgehört. Herausforderung in dem Raum war die große Raumfläche im Verhältnis zur restlichen Wohnung und die Dachschrägen, weil man hier eben schlechter Schränke stellen kann. Auf der anderen Seite vom Raum haben wir unser Bett. Das haben wir in natürlichen Weiß- und Beige-Tönen gehalten und mit Leuchten schaffen wir gern atmosphärisches Licht. Auf der anderen Seite haben wir unser Do-it-yourself-Sideboard, wo wir die Fronten neu angebracht haben und auch in Wandfarbe lackiert haben. Da ist meine Kleidung untergebracht und morgens liege ich am liebsten so lang wie möglich im Bett und schaffe es dann nur kurz vor knapp ins Bad, weil Schlafen mein größtes Hobby ist. Falls ihr auch Lust auf eine Homestory mit Westwing habt, könnt ihr euch jetzt auch direkt selbst bewerben. Und zwar könnt ihr ein Video an diese E-Mail-Adresse schicken und Westwing freut sich schon sehr über eure Nachrichten. Hier sind wir jetzt in unserem kleinen Esszimmer. Hier könnt ihr auch ganz gut sehen, dass wir hier auf die Farbe Beige zurückgreifen. Zum einen bei den Möbeln, aber auch bei der Wandfarbe und unserem selbstgebauten Schrank hier in der Ecke. Da haben wir die Fronten auch in einem dunkleren Beige-Ton lackiert. Und so sind wir eigentlich recht flexibel. Wenn uns Beige mal nicht mehr gefällt, können wir ganz einfach auf andere Farben zurückgreifen, weil wir bei den Möbeln gerne Eichenholz oder weiße Möbel auswählen, die natürlich dann zu jedem Einrichtungsstil passen. Wir mischen ganz gerne Designklassiker mit günstigen Möbeln und eben selbstgebauten. Hier in der Ecke haben wir noch ein offenes Regal, damit der Raum wirklich nicht zu schlicht und geschlossen wirkt. Kann man da ganz schön Magazine drauf präsentieren. Wir bringen da ein paar Küchenutensilien unter, da die Küche und das Esszimmer direkt miteinander verbunden sind und beide Räume nicht allzu groß sind.
und eine schöne Leuchte findet da auch noch ihren Platz drin. Hier stehe ich jetzt in unserer kleinen Küche und da hatte ich euch ja gerade eben schon den Tipp mit den Fliesen angedeutet. Und zwar haben wir das Ganze mit einer papierbasierenden Folie überklebt, die dann in Wandfarbe gestrichen wurde und am Schluss mit einem Schutzlack versehen wurde, damit das Ganze abwischbar ist. Das ist besonders wichtig hinterm Waschbecken und auch hinterm Herd. Wenn ihr eine Küche habt, die gerade Wände hat, könnt ihr da auch super Platten verwenden. Bei uns war das ein bisschen schwierig aufgrund der Geometrien von den Dachschrägen. Das lässt sich aber auch super damit umsetzen. Hier hinterm Vorhang befinden sich unsere Spül- und Waschmaschine und da die beiden Geräte nicht besonders ansehnlich sind, haben wir das Ganze mit einem Vorhang versteckt und auch der Stauraum ist hier in dieser Küche ja nicht so gegeben und so bekommt man trotzdem einen clean, ruhigen Look. Falls ihr noch weitere tolle Tipps für kleine Küchen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr über eure Beiträge freuen und bin gespannt auf eure Tipps und Tricks. Jetzt sitze ich hier in unserem Badezimmer, das wie die Küche auch nicht sehr groß ist, aber es ist alles da. Wir haben hier wunderschöne Fliesen zum Glück. Das sind tolle Mosaikfliesen an den Wänden und an dem Boden. Und die haben wir aufgegriffen und das ganze Farbkonzept daran ausgelegt. Wir haben weiße Armatur gewählt, wir haben ein weißes Waschbecken aus Mineralguss und auch die Details und die Accessoires sind in weiß gehalten, damit einfach der Raum nicht so aufgeregt dekoriert ist und eher schlicht gehalten ist. Und mein nächster Tipp wäre, dass man auf einen Spiegelschrank verzichtet und lieber einen Unterschrank einplant. Der bietet auch super viel Stauraum und auf Augenhöhe hat man einfach einen freieren Blick und der Raum wirkt großzügiger. Beim Einzug hatten wir hier ein Wandregal über dem Waschbecken und seitdem das weg ist, sagen auch Freunde von uns, dass der Raum viel, viel großzügiger ist und es ist uns auch selber direkt aufgefallen. Dann haben wir noch die Heizung verkleidet. Wir haben das mit Holzstreben gemacht, dass die Heizungsluft trotzdem noch durchkommt und der Raum wirkt einfach trotzdem viel, viel cleaner so und macht einen schöneren Gesamteindruck. So, auf dem Weg nach draußen zeige ich euch jetzt noch kurz unseren kleinen Flur. Der ist nämlich grün und somit der einzige Farbtupfer in der Wohnung. Und vielen Dank fürs Vorbeischauen. Das war's mit der Wohnungstour und bis dann. Tschüss!